Rechtserhaltende Benutzung von Marken im internationalen Vergleich. Wann sind Marken rechtserhaltend benutzt? Wann kann man Marken löschen, wenn sie nicht benutzt werden? Welche Sonderregeln gibt es in den verschiedenen Ländern, wie in Deutschland, Europa, in China, in den USA, in Mexiko? Auf all diese Fragen werde ich in diesem Video eingehen. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Equity-Partner bei Michalski, Hüttermann und Partner und ich veröffentliche Videos rund um Patente, Marken und Designs. Wer sich also für diesen Bereich interessiert, kann gerne ein Abo dalassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Was ist eigentlich rechtserhaltende Benutzung? Eine Marke gilt dann als rechtserhaltend benutzt, wenn sie im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist. Das heißt, die rein private Nutzung von irgendeiner Marke spielt normalerweise keine Rolle. In der Regel muss auch Umsatz damit erzielt werden. Es muss eine Gewinnerzielungsabsicht da sein. Das ist die Regel. Es gibt natürlich für jede Regel Ausnahmen, aber man muss beim Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung immer darlegen, dass man damit einen Gewinn erzielen wollte mit der Marke. Marken sind ja für lauter verschiedene Waren oder Dienstleistungen eingetragen und da gilt, dass man im Prinzip, wenn man den Nachweis erbringen muss, dass eine Marke rechtserhaltend benutzt wird, für jede dieser eingetragenen Waren und Dienstleistungen den Nachweis erbringen muss, dass diese Marke für diese Waren und Dienstleistungen benutzt worden ist. Nehmen wir an, man hat eine Marke Marimba für Unternehmensberatung, dann muss man auch nachweisen, dass man die Marke Marimba für Unternehmensberatung benutzt hat, damit beispielsweise Umsatz erzielt hat und auch Gewinn erzielt hat, dass man damit Rechnung geschrieben hat, dass man diese Dienstleistung der Unternehmensberatung unter Marimba beworben hat und so weiter. Wie sieht nun in der Regel so ein Benutzungsnachweis überhaupt aus? Für Waren ist es wichtig, dass diese Waren oder die Verpackung der Waren mit der Marke gekennzeichnet sind. Wenn man also beispielsweise eine Marke Marimba für Kuchen hat, dann muss der Kuchen oder die Verpackung des Kuchens mit der Marke Marimba gekennzeichnet sein. Sinnvoll ist es in vielen Ländern, dass man in der Rechnungsposition auch die Marke drinstehen hat. Das heißt, wenn man unter Marimba Unternehmensberatung oder Kuchen anbietet, dass dann in der Rechnung, in der Rechnungsposition auch Marimba Unternehmensberatung oder Marimba Kuchen steht. Und dann sind natürlich alle Werbematerialien wichtig, also die Webseite, Prospekte, Kataloge und so weiter. In manchen Ländern sind eidesstattliche Versicherungen sinnvoll, in manchen nicht. Und in manchen Ländern gibt es noch wieder ganz andere Spezialregeln, da gehe ich gleich drauf ein, wenn ich zu den einzelnen Ländern komme. Dann gibt es die sogenannte Benutzungsschonfrist, jedenfalls in ganz vielen Ländern. In vielen Ländern muss man die Marke gar nicht direkt von der Anmeldung an oder von der Eintragung an benutzen, sondern hat dazu Zeit, die Benutzung aufzunehmen. In der Zeit kann man die Marke sogar auch in den meisten Ländern dann durchsetzen gegen Wettbewerber, obwohl man die Marke selbst gar nicht benutzt. In den allermeisten Ländern ist die Benutzungsschonfrist 5 Jahre ab Eintragung, ab Veröffentlichung der Eintragung in vielen Ländern. In manchen Ländern gibt es aber Sonderregeln und in manchen Ländern gibt es gar keine Benutzungsschonfrist. In Deutschland und bei der EU beträgt die Benutzungsschonfrist 5 Jahre ab Eintragung oder Veröffentlichung der Eintragung der Marke. Das heißt, wenn man eine Marke Marimba für Unternehmensberatung eingetragen bekommt und diese Eintragung veröffentlicht wird, dann hat man 5 Jahre Zeit, die Benutzung aufzunehmen, kann in dieser Zeit, in den 5 Jahren, diese Marke schon gegen Wettbewerber auch aktiv durchsetzen, ohne dass man die Marke selbst benutzt. Spätestens nach 5 Jahren muss man dann die Marke allerdings benutzen. Und wenn man gegen Wettbewerber vorgeht, dann kann so ein Verfahren ja auch locker über die Instanzen verteilt auch mal ein paar Jahre dauern, so dass es sinnvoll ist, dass man möglichst bald eigentlich die Benutzung aufnimmt, beziehungsweise aus einer Marke nur vorgeht, wenn man sie auch tatsächlich benutzt. Was ist die sogenannte Nichtbenutzungseinrede? Wenn Sie eine Marke, zum Beispiel Marimba, für Unternehmensberatung anmelden und ein Wettbewerber legt einen Widerspruch ein, weil er eine ältere Marke, zum Beispiel Marimbo, für Unternehmensberatung hat, und diese ältere Marke ist schon länger als 5 Jahre eingetragen und ist zum Beispiel eine Unionsmarke, dann können Sie sich in diesem Widerspruchsverfahren verteidigen, indem Sie sagen, Nichtbenutzungseinrede, das heißt, der Gegner soll die Benutzung der Marke nachweisen. Und wenn er die Benutzung nicht nachweisen kann, der Gegner, dann hat der Widerspruch des Gegners schon aus diesen Gründen keinen Erfolg. Dann wird gar nicht erst beurteilt, ob die Waren und Dienstleistungen oder die Zeichen zu ähnlich sind oder nicht. Dann gibt es natürlich auch noch Löschungsverfahren wegen Verfalls. Das heißt, Ihre Marke kann auch jederzeit, jedenfalls wenn die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist oder wenn es in den Ländern vielleicht gar keine Benutzungsschonfrist gibt, direkt auch mit der Löschung wegen Verfalls angegriffen werden. Das heißt, wenn die Marke eben
nicht benutzt worden ist für die Waren und Dienstleistung. Ein Dritter kann also einen Löschungsantrag gegen Ihre Marke stellen und sagen, lieber Markeninhaber, weis doch bitte nach, dass du diese Marke in den letzten 5 Jahren, in Deutschland und Europa jetzt mal ab Eintragung, benutzt hast für alle diese Waren und Dienstleistungen, für die du die Marke eingetragen hast. Und wenn man das nicht kann, dann wird die Marke für alle diejenigen Waren und Dienstleistungen gelöscht, für die man eben nicht Nachweis erbringen kann, dass die Marke rechtserhaltend benutzt wurde. Dann ist noch eine spannende Frage, heilt eigentlich die Wiederaufnahme der Benutzung die Nichtbenutzung der Marke? Das heißt, wenn meine Marke angegriffen wird und die Marke war jetzt eine Weile nicht benutzt, ich habe aber die Benutzung wieder aufgenommen, kann dann die Marke trotzdem noch gelöscht werden? In der Regel heilt die Wiederaufnahme der Benutzung die Nichtbenutzung. Wenn mich allerdings jemand darauf aufmerksam macht, dass meine Marke unbenutzt ist und sagt hier, hallo lieber Markeninhaber, du hast deine Marke gar nicht benutzt, dann kann ich ab dann die Benutzung der Marke nicht mehr wirksam aufnehmen, wenn dieser Dritte, in Deutschland ist es 3 Monate, ab dieser Mitteilung Löschungsantrag stellt. Das heißt, sobald ich Kenntnis davon erlange, dass die Marke gelöscht werden könnte und dann tatsächlich auch Löschungsantrag gestellt wird, kann ich die rechtserhaltende Benutzung nicht mehr aufnehmen. Warum gibt es diese spezielle Regelung mit diesen 3 Monaten? Ich habe das schon öfter so gemacht, dass ich eben einen Mandanten vertreten habe, der gesehen hat, da gibt es eine ältere Marke, aber die wird ja gar nicht benutzt. Vielleicht will ich die sogar erwerben. Dann kann ich eben den potenziellen Gegner oder den Markeninhaber anschreiben und sagen, lieber Markeninhaber, bitte verkauf doch meinem Mandanten die Marke für so und so viel 1.000 Euro. Wenn du das nicht tust, dann müssen wir Löschungsantrag stellen, dann wird deine Marke gelöscht, dann hast du gar nichts mehr von der Marke. Also bitte verkauf mir doch oder meinem Mandanten die Marke, dann hast du noch was von der Marke. Was kann ich jetzt eigentlich als Markeninhaber tun, um möglichst immer gewappnet zu sein, die Benutzung nachzuweisen? Was sind so die Best Practices? Da die Benutzungsschonfrist in manchen Ländern gar nicht existiert, in manchen Ländern alle 3 Jahre, in manchen Ländern 3 Jahre, in manchen Ländern 5 Jahre, halte ich es für sinnvoll, dass man so ungefähr alle 2,5 Jahre einen Snapshot macht von allen, von größeren Rechnungen für die ganzen Waren und Dienstleistungen, mit der Marke, für die Werbematerialien, mit denen man diese Marke für die einzelnen Waren und Dienstleistungen beworben hat. Also zum Beispiel Kataloge, Snapshots von der Webseite, Flyer, irgendwelches andere Werbematerial. Dann ganz wichtig in manchen Ländern, vor allen Dingen in den USA, Produktverpackungen, wo die Marke auf der Produktverpackung drauf ist und wo auch ersichtlich ist, dass diese Verpackung für die USA bestimmt ist und nicht eben in Europa existiert hat. Vielleicht sogar Angebote, die man verschickt hat für die einzelnen Waren und Dienstleistungen in dem jeweiligen Land. Dann vielleicht Dokumentation von Messeauftritten. Dann können eidesstattliche Versicherungen von Geschäftsführern wichtig sein. Also zum Beispiel in Deutschland haben die ein großes Gewicht und manchmal auch in den USA oder in manchen anderen Ländern, wo der Geschäftsführer sagt, ja, ich habe unter dieser Marke diese und diese Waren und Dienstleistungen angeboten und so viel Umsatz in diesem Zeitraum erzielt. Bei ganz bekannten Marken ist es sinnvoll, vielleicht sogar hin und wieder eine Bevölkerungsumfrage zu machen, dass man nachweisen kann, dass man eine sehr bekannte Marke hat. Aber das ist für die meisten Marken Overkill und nicht notwendig. Vielleicht ist es wichtig, dass diese ganzen Unterlagen als PDFA abgespeichert werden, also nicht mehr verändert werden können, dass man also nachher nachweisen kann, dass diese bestimmten Nachweise zu diesem Datum existiert haben und eben nicht mehr verändert wurden. In den allermeisten Ländern können, wie gesagt, Marken wegen Nichtbenutzung angegriffen werden und da gibt es ganz unterschiedliche Regeln. In Deutschland und Europa ist es, wie gesagt, 5 Jahre Benutzungsschonfrist ab Veröffentlichung der Eintragung. In der Schweiz ist es 5 Jahre ab Ende der Widerspruchsfrist. In Japan und Mexiko sind es 3 Jahre ab Eintragung. In den USA, in Norwegen oder China gibt es gar keine Benutzungsschonfrist. Da muss im Prinzip jederzeit, wenn die Marke angegriffen wird oder nicht Benutzungseinrede geltend gemacht wird, immer die Benutzung nachgewiesen werden. Wenn in Südkorea, in Russland, in Australien, in Kanada oder Mexiko eine Marke wegen Nichtbenutzung angegriffen wird, dann muss man die Benutzung innerhalb der letzten 3 Jahre vor dem Angriff nachweisen. In Australien ist es 3 Jahre und 1 Monat vor dem Angriff.
Also es gibt sehr unterschiedliche Regelungen. In Indien kann eine Marke wegen Nichtbenutzung 5 Jahre und 3 Monate nach dem Sealing Date angegriffen werden wegen Nichtbenutzung. Was ist das Sealing Date? Das ist das Datum, an dem im Register auf die Eintragung der Marke hingewiesen wird. Vielleicht zu einigen Ländern nochmal ganz konkret. In Deutschland und Europa ist es relativ ähnlich. Da muss die Marke eben 5 Jahre ab Eintragung der Marke, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, muss die Benutzung nachgewiesen werden. Wenn also die Marke jünger ist, muss die Benutzung nicht nachgewiesen werden. Wenn die Eintragung länger als 5 Jahre her ist, dann muss die Marke in der Regel in den 5 Jahren vor Geltendmachung der Nichtbenutzung, also entweder vor der Nichtbenutzungseinrede oder vor dem Antrag auf Löschung wegen Verfalls nachgewiesen werden. Während in Deutschland eine eidesstattliche Versicherung relativ viel Wert hat, hat eine eidesstattliche Versicherung in Europa weniger Wert. In Europa ist meine Erfahrung jedenfalls, zählen Rechnungen relativ viel. Das heißt, wenn man ein paar größere exemplarische Rechnungen in diesem Zeitraum nachweisen kann für die einzelnen Waren und Dienstleistungen, wo möglichst in der Rechnungsposition dann auch der Markenname steht, dann ist das oft ausreichend. So, kommen wir mal zu dem allerwichtigsten Land, jedenfalls was die Zahlen angeht. In China werden mittlerweile so viele Marken angemeldet, dass alle anderen aus den Top 10 zusammengenommen weniger Marken anmelden, als in China angemeldet werden. Das ist schon eine erhebliche Zahl von Marken. Deswegen gehe ich hier erstmal auf China ein. In China ist es so, dass es keine Benutzungsschonfrist gibt. Die Benutzung muss allerdings auch nicht bei Eintragung proaktiv nachgewiesen werden. Das heißt, wenn man eine Marke anmeldet und die Marke wird eingetragen, muss man erstmal keinen Nachweis der Benutzung führen. Die Benutzung kann allerdings jederzeit von einem Dritten verlangt werden, der Nachweis der Benutzung. Das heißt, wenn die Marke angegriffen wird oder die Nichtbenutzung irgendwie im Verfahren geltend gemacht wird, muss man direkt die Benutzung der Marke auch nachweisen. In China kann es sein, dass manche ganz andere Unterlagen auch hilfreich sind beim Nachweis der Benutzung. Das können zum Beispiel Zollerklärungen sein oder Vertriebsvereinbarungen oder sogar Zeugenaussagen können in China auch helfen. Dann ein anderes ganz wichtiges Land bei Marken sind natürlich die USA. In den USA gibt es die Besonderheit, dass eine Marke bei Eintragung eigentlich immer benutzt sein muss. Man muss also die Benutzung nachweisen, wenn man eine eingetragene Marke hat. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Man kann eine Marke auf sogenannter Intent-to-Use-Basis anmelden oder zum Beispiel auf Basis einer eingetragenen ausländischen Marke. Dann muss man die Benutzung nicht sofort nachweisen, aber spätestens nach 3 Jahren und in manchen Fällen kann man diese 3 Jahre auch nochmal verlängern auf insgesamt 5 Jahre, allerdings kostenpflichtig. Und dann spätestens muss man die Benutzung nachweisen. Und um eine Marke in den USA aufrechtzuerhalten, muss man in den USA spätestens zwischen dem 5. und 6. Jahr eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass man die Marke auch benutzt. Und wenn die falsch ist, dann ist das Fraud, dann ist das Betrug am USPTO. Und dann kann man im Zweifel auch die gesamte Marke verlieren. In den USA muss man also besonders vorsichtig bei dem Benutzungsnachweis sein und bei dem, was man dort beansprucht. Im Prinzip muss man für jede Klasse, jedenfalls so meine Erfahrung, nur für eine Ware oder Dienstleistung die Benutzung wirklich nachweisen. Allerdings ist es so, dass man, wenn man eben falsche Angaben macht, dass das dann eben als Betrug gewertet werden kann und dann kann man eben entweder die Klasse oder vielleicht sogar mehr von der Marke verlieren. Vielleicht noch ein Update aus Frankreich. Da wurde 2020 eine Reform durchgeführt, sodass es dort jetzt auch ein amtliches Löschungsverfahren wegen Verfalls gibt. Das gab es vorher nicht. Da musste man das immer gerichtlich durchsetzen, die Löschung einer Marke wegen Verfalls. In Japan gibt es die Besonderheit, dass es diesen Nichtbenutzungsschonfrist erstmal 3 Jahre nur ist. Aber dass sich dieser Zeitraum der Nichtbenutzung immer wieder 3 Jahre verlängert. Also man rechnet also in Japan erstmal den Zeitraum 3 Jahre ab Eintragen und dann gibt es immer wieder neue 3-Jahres-Zeiträume, in denen man dann die Benutzung nachweisen müsste. In Mexiko gibt es eine Besonderheit, da muss zwar die Benutzung nicht bei Eintragung nachgewiesen werden. In Mexiko ist es aber so, dass die Benutzung 3 Jahre nach Eintragung proaktiv nachgewiesen werden muss. Das heißt, in Mexiko muss man 3 Jahre ab Eintragung, Benutzungsnachweise einreichen. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis zu Russland. In Russland ist ein Dekret erlassen worden, dass es westlichen oder feindlichen Ländern, also Anmeldern aus feindlichen Ländern,
sehr schwer macht, Marken noch in Russland durchzusetzen. Und viele Markeninhaber haben sich aus Russland zurückgezogen. Also zum Beispiel McDonald's ist ein prominentes Beispiel. Die sind dort nicht mehr aktiv. Daher vielleicht, wenn man russische Marken hat, nicht zu viel darauf verwetten, dass man die dort gerade aktuell noch durchsetzen. Zur Schweiz vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. In der Schweiz, hatte ich ja schon gesagt, geht die Nichtbenutzungsschonfrist nach Ende der Widerspruchsfrist los, also nicht nach Veröffentlichung der Eintragung. Aber eine ganz andere wichtige Sache hat sich in der Schweiz ergeben. Am 31. Mai 2022 hat die Schweiz ein Abkommen mit Deutschland aufgekündigt. In diesem Abkommen war geregelt, dass Benutzung in Deutschland auch als Benutzung in der Schweiz gilt und umgekehrt. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn Sie eine Schweizer Marke haben und nur in Deutschland benutzen, dann kann das Probleme bedeuten, also die Benutzung in der Schweiz auch immer nachweisen können und umgekehrt. So, ich hoffe, ich konnte in diesem Video gut erklären, was die rechtserhaltende Benutzung von Marken ist und wie das im internationalen Vergleich in den unterschiedlichen Ländern aussieht. Wenn Sie das Video spannend finden und gut fanden und informativ fanden, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal oder abonnieren Sie mein Profil und geben Sie mir einen Daumen hoch unter diesem Video. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss!